Im April gibt es zwei Feiertage, für die viele Arbeitnehmer dankbar sind. Aber wen haben wir diese Feiertage eigentlich zu verdanken? Jeder würde es zumindest schon mal gehört haben. Die Feiertage haben weniger was mit dem Osterhasen zu tun, vielmehr geht es um die Kreuzigung und Auferstehung Jesus Christus. Viele sind der Meinung, ob jetzt der Osterhase oder die Auferstehung, vollkommen egal. Es hat beides nichts mit der Realität zu tun. Aber ist das so? In der Bibel schrieb Paulus selbst an die Christen im 1. Korinther: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. 2000 Jahre später gedenken aber immer noch so viele Menschen an die Auferstehung Jesu, als wäre es ein historisches Event gewesen. Während die Idee von Zeus, Horus, Odin oder einer Schildkrötenwelt mehr oder weniger ausgestorben ist, konnte sich dieser Gedanke augenscheinlich bis heute durchsetzen. 4 Gründe, warum dieses Ereignis auch heute noch unter vielen seriösen Historikern glaubhaft ist, will ich in diesem Video genauer erklären. Erstens, Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Im Grunde gibt es keine wirkliche Debatte darüber. Warum? Naja, es wird zum einen von verschiedenen Augenzeugen im Neuen Testament erwähnt. Zum anderen haben wir auch außerbiblische Autoren wie Ignatius, Clemens von Rom und sogar nicht-christliche Historiker wie Tacitus oder Josephus, die über die Kreuzigung Jesu berichten. Zweitens, aber woher wissen wir, dass das Grab wirklich leer war? Dafür gibt es auch mehrere Gründe. Zum Beispiel ist euch je aufgefallen, dass das Grab von Frauen entdeckt wurde? Warum ist das wichtig? Naja, in der damaligen Kultur wurde das Zeugnis einer Frau für so gut wie wertlos betrachtet. Also warum sollten sich die Apostel eine Geschichte ausdenken, in der Frauen das leere Grab entdeckt haben? Now what man is going to invent that he was hiding for fear of the Jews, why the women went down to discover the empty tomb? Would any man in here invent that? I know if I was there and I was inventing it, if I was a man inventing it, I'd write something down like this. Let's see. We marched right down there and overpowered that elite Roman guard. Yeah, that sounds good. And then on Sunday morning, we marched right down to the tomb, and we saw Jesus, who congratulated us on our great faith. And then we went and comforted the trembling women. I would never say it was Mr. Sissy Pants, why the women went down and discovered the empty tomb. Ein anderer Grund ist die Reaktion der jüdischen Führer. Als sie davon hörten, dass das Grab leer sei, wollten sie das Gerücht verbreiten, dass die Jünger den Körper von Jesus gestohlen haben. Aber warum sollten sie sich das ausdenken? Weil der Körper nicht mehr da gewesen ist und das Grab leer war. Weitaus die meisten Exegeten halten an der Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen über das leere Grab fest, sagt Krämer. Drittens, die Erscheinungen von Jesu nach seiner Kreuzigung. Wir haben dokumentierte Erscheinungen von Jesus. Erst Paulus erschienen, als er noch Christen verfolgt hat. Im 1. Korinther 15 erscheint Jesus 500 Leuten gleichzeitig. Er erscheint Frauen oder Jakobus, seinem Bruder, der während seiner Lebenszeit nicht an ihn geglaubt hat. Und er erscheint seinen 12 Jüngern. Lüdemann selber kommt zu dem Schluss: Als historisch gesichert darf gelten, dass Petrus nach dem Tod Jesu ein Erlebnis hatte, in dem ihm Jesu als der auferstandene Christus erschien. Viertens und damit zum letzten Punkt: Die Apostel, die die direkten Augenzeugen gewesen sind, waren alle bereit zu leiden und sogar für diese Überzeugung zu sterben. Das allein zeigt vielleicht nicht, dass es wirklich wahr gewesen ist, es zeigt aber, dass sie es wirklich geglaubt haben. Eine Art kraftvolle, transformative Erfahrung ist erforderlich, um die Art von Bewegung zu erzeugen, die das frühe Christentum war. Und N.T. Wright schreibt: Deshalb kann ich als Historiker den Aufstieg des frühen Christentums nicht erklären, ohne dass Jesus wirklich wieder auferstanden ist mit einem leeren Grab hinter sich. In der Tat kommt es immer wieder dazu, dass Forschende beim Versuch, die Auferstehung zu widerlegen, selbst Christen geworden sind. Wie Frank Morrison, Lee Strobel oder Josh McDowell. Alle bekennende Atheisten, die versuchten, die Realität der Auferstehung zu widerlegen und damit zu beweisen, dass das Christentum nichts anderes als eine falsche Religion ist, die auf einem Mythos basiert. Aber als sie sich darin vertieften und immer mehr erforschten, fanden sie heraus, dass es die unbestreitbare Wahrheit ist und konvertierten schließlich alle zum Christentum. I really thought Christians were walking idiots. Well, I'd met some. I figured if a Christian in a brain had died of loneliness.
I figured if you couldn't make it anywhere else in life, you became a Christian. And in the university, I saw this small group of people. There weren't very many. There were 8 students, 2 professors. They challenged me to intellectually examine it. So I set out, traveled all over the world, gathering the evidence to write that book. And it was in a library in a small museum in London, England. It was a Friday night, about 6:30. I leaned back in my chair, cupped my hands behind my head, and right in front of everyone, which was probably 3 people, I said, "It's true. It's true. It's true." I concluded intellectually that it is true, and I can trust it historically and theologically. And I've debated that over 250 times in universities around the world. Second, the person of Jesus Christ. I concluded he is the Son of God. Oh, I didn't want to. I didn't want to. But I concluded he was. Second, third, the resurrection. The resurrection. Oh, I thought, what a joke. And I just finished all this research to refute it, which is in my book, Evidence. And I finally said, he is risen. He is risen. I've read all the great writers. I've read all the writers that think they're great. And I concluded, not one of them, not one scholar, has ever given me an honest intellectual argument to refute the resurrection. Aufgrund der lebensgewinnenden Auswirkungen dieser Konvertierungen sollte sich jede Person wenigstens einmal ehrlich und intensiv mit der Frage beschäftigen, was bedeutet Ostern für dich und wie gut kennst du Jesus wirklich?